Lord Gok? Ich fühle mich so unwohl, wenn Sebastian nicht dabei ist, wenn wir in so einer Minen sind. Was für eine riesige Mine. Das sag mal. Lord Gok, wo steckst du nur? Alter. Hier wimmelt es ja nur so von Renrocks Anhänger. Ach so. Ich muss gut aufpassen. Mhm. Gar kein Problem. Ja, da guckst du doof, ne? Was war das? Was war das? Ja. Aua. Ey, der hat uns erwischt, der Penner. So nämlich. Da waren, okay, hier lauert es nur vor Anhänger. Das waren zwei Stück. Zwei fucking Stück. Gut. Was ist das? Dieser Wagen sollte mich tiefer in die Mine bringen. Oh, wie von Zwergen gebaut, solche Dinger. Rein da. Wie bei Gringotts. Aber diesmal habe ich das Steuer in der Hand. Diesmal haben wir das Steuer in der Hand. Alter. Hier stimmt was nicht. Wie tief es wohl hinabgehen wird. Okay, hier sind doch noch ein paar mehr Renrocks-Anhänger. Ich sehe es ja ein. Das da vorn muss das Ende sein. Oh, was ist denn hier? So. Wurde Lord Gok etwa... Ist Lord Gok aufgeflogen? Das wollte ich sagen. Oder... Warum ist er so tief in der Mine bei Renrocks Anhängern? Ups. War das gut? Ja, ich glaube schon. Bum, 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 bum. Accio Wingardium Leviosa. Aber es sieht einfach schon schön aus, ne? Muss man ja sagen. So, hier sind bestimmt wieder... Ja, aber ist nicht schlimm. Sollen die uns mal entdecken? Ist schon okay. Oh. Mit dem habe ich nicht gerechnet. Wie Accio. Oh, wir sind im falschen... Kein Spiel. Ich bin ein Kobold. Kein Spielzeug, sagt er. War da jetzt hinter uns noch einer? Ich glaube... Ja, genau. Yo. Tschüssi. Ich will mir die alte Magie halt am besten aufbewahren. Aber irgendwie haben wir heute ein Talent dafür, so selten wie möglich Protego einzusetzen. Ja, hallo, ich muss hier nochmal weg. So, jetzt haben wir endlich mal den Gegner verflucht. Das macht nämlich alles so viel einfacher. So, das sollten jetzt erstmal hier alle gewesen sein, oder? Jawohl, okay. Aber ich muss sagen, in der Schwierigkeit macht das Spiel echt Spaß. Weil es ist nicht ultra schwer. Man hat ein bisschen, ein ganz kleines bisschen Herausforderung. Aber man muss sich nicht überdurchschnittlich anstrengen. Und sowas gefällt mir immer bei Spielen, die einfach halt entspannt Spaß machen. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich weiß nicht wohin. Hier ist eine Truhe. Ach du Scheiße. Das ist doch noch gar nicht richtig hier, oder? Oh mein Gott, dafür habe ich die alte Magie.
aufbewahrt. Aber Moment, wir können dann erstmal Imperio einsetzen auf den Troll. Dann macht der uns nämlich... Oh, das ist der Boss hier. Dann setzen wir jetzt auf den erstmal alte Magie ein. Und dann ist er schon kaputt. Was bist du denn für ein Anführer? Was, der ist schon tot? Was ist er denn für ein Anführer? Oh shit, aua, das ging ins Gesicht. Oh, Imperio hat aufgehört. Hey, geh wieder auf die Kobolde, nicht auf uns. So geht das nicht. Kann doch nicht sein, dass der Troll uns hier bekämpft. Ich werde nicht mehr. Gute Arbeit, Troll. Es ist jetzt nur der Troll. Nee, doch nicht ganz. Du! Boah, Alter! Rast er an uns vorbei. Okay. Nee, er lebt immer noch. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir wirklich nur noch den Troll. Und jetzt können wir mal unsere alte Magie einsetzen. Weil die tanken so unglaublich viel. Guck mal, selbst die alte Magie, obwohl der verflucht ist, sieht so wenig ab. Das war zu früh. Nicht gut. Kann man nochmal alte Magie einsetzen, aber ja, das macht so wenig Schaden. Diese wehrhaften Trolle sind ganz schön tanky. Ja, wohin denn? Bam! Boah, ja! Der lebt ja doch noch! Jetzt nehmen wir... Leute, der muss echt noch minimal Leben gehabt haben. Woo. Fass! Bam! Das macht so... Das war echt knapp. Der explosive Fass macht so viel Schaden, vor allem der Fass. Das Fass. Geil. Macht am meisten Schaden von allem. Revelio. Da ist eine Truhe. Das war aber nur so ein Raum zum Looten, zum Kämpfen und Looten, oder? Weiter geht's hier auf jeden Fall nicht. Gucken wir mal. Ah, wir müssen da oben irgendwie hin. Sehen, viel sehen tut man hier auch nicht. Hier ist noch ein bisschen was. Da ist noch was Blaues. Was bedeutet das an der Stelle? Ah, das ist der Hebel, dass wir wieder hochkommen, ne? Nee, was ist das hier? Oh! Okay. Einfach mal aktiviert. Einfach mal aktiviert, um zu gucken, was passiert. Ja, die Truhe muss also noch irgendwie über uns sein. Aber wir sind jetzt auch schon ein paar Wege gegangen. Und haben schon einiges verpasst, glaube ich, ne? Oder ich weiß es nicht. Von wo kam er denn jetzt? Oh, was weiß ich. Kam er von hier? Nee, ne? Revelio. Nein, hier waren wir noch nicht. Sonst hätten wir die Sachen nämlich schon mitgenommen. Und hier ist auch eine Sackgasse, so wie das aussieht, oder? Ja, ich glaube schon. Revelio, Quinclerio. Da ist eine Truhe. Da ist eine Truhe. So. Da oben. Wie kommen wir nach da oben? Kommen wir da später noch hin? Oder führt der Weg hier lang da? Ach, hier. Ach, nee. Was ist das jetzt wieder für ein Weg hier? Ich weiß, dass wir hier auf jeden Fall auch noch nicht waren. Mondstein, flieg und sieg und sieg und flieg.
Ja, sehr gut, dass wir auf, also auf jeden Fall sehr, sehr gut, dass wir die Demigeist-Monde schon mal vorgezogen haben. Also an der Stelle jetzt in dem Spiel muss man unbedingt Alohomora auf Stufe 3 haben. Definitiv. Revelio. Aber wofür, fragt sich nur. Zwar einfach nur für ein paar lootbare Sachen, aber naja, oh. Ja, fast. Das wollten wir nämlich einsetzen. Ja gut, ne? Wenn wir jetzt kein Alohomora Stufe 3 gehabt hätten, wäre es jetzt auch nicht so krass schlimm gewesen, wenn wir jetzt hier nicht hingekommen wären, aber wäre trotzdem schön, sich alles anschauen zu können. So, ich hoffe, dann haben wir soweit alles. Ja, wie wir jetzt immer da oben hinkommen, keine Ahnung. Wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal weiter. Wird wahrscheinlich auch nicht so Wichtiges drin sein. Oh, sheesh. Ja. Gut gesehen. Boah, ich werde jetzt einfach eiskalt runtergesprungen. Na komm schon. Wer quatscht denn da schon wieder? Ach, ihr da hinten. Du sollst springen. Genau. Habt ihr uns schon gesehen? Nee, ne? Ranrock ist hier. Was? Ich hoffe, dass Lodgok ihm nicht über den Weg läuft. Oh. Ist da jemand? Ja, geh mal gucken, was da ist. Würde mir gefallen, den ganzen Tag rumsitzen. Könnte aber wahrscheinlich etwas langweilig werden. Hallo? Ja, hallo? Ist da jemand? Oh, jetzt kommen aber auch alle dahin, ne? Jetzt kommen wir wirklich alle. Aber wisst ihr, was wir jetzt machen? Pass auf, das wird so cool. Und bam! Okay, vielleicht noch nicht ganz so cool, wie ich zuerst dachte, aber ein bisschen cool war es vielleicht. Wir brauchen einmal Imperio. Ist relativ egal auf wem. Ob es auf irgendeinen. Nicht getroffen. Sehr nice. So muss das sein. Perfekt. Ey, du bist so ein Wirbler. Nicht wirbeln. Der Wirbler muss auf unsere Seite. Ich glaube, das war nicht der Wirbler. Aber yo, wie viele Kobolde hier sind. Ey, du Pisser. Okay, den haben wir. Einer weniger. Ach, das ist der mit. Das ist der mit Imperio. Ja. Da bist du ja. Wie, hast du mich gesucht? Alter, wir brauchen den hier. Auf unserer... Nein! So, den brauchen wir auf unserer Seite. Das ist nämlich der Wirbler. Wirbler sind starke Geschöpfe. Die wirbeln nämlich immer so rum. Hallo! Boah! Junge! Ich brauche ein bisschen mehr Platz. So, noch einer weniger. Geh weg. Ich hab gesagt, geh weg. Noch einer weniger. Alte Magie schön aufsammeln für stärkere Gegner. Das waren aber noch nicht alle. Ey. Das ist der stärkste von denen, so wie das aussieht. Ey, lauf nicht weg. So, der ist platt. Ne, Moment, der ist noch stärker. Dann bringen wir den erstmal auf unsere Seite. Die sind alle stark hier. Alter Schwede. Ich will trotzdem irgendwie noch nicht wirklich alte Magie auf die einsetzen.
Eigentlich nicht so wirklich. Perfekt. Wir kämpfen aber heute auch echt scheiße. Muss man... Okay. Wir kämpfen heute auch echt doof. Also wir kämpfen nicht gut, wollte ich damit sagen. Es ist zu spät, um deine Fehler einzusehen. Hä? Der sieht, als ob der... Wer hat gesagt, dass einer von den Kobolden das als Fehler ansehen? Oder selbst wenn sie das als Fehler ansehen würden, würden die immer noch nicht einsehen. Macht das Sinn? Wenn man etwas ansieht, dass man es nicht einsieht? Wohin führt er wohl? Oft genutzt wurde er offenbar nicht. Wer denn, wo denn, was denn? Mit Incendio sollte ich die Flammen entzünden können. Ja, das geht aber mit Descendo. Ja, wo geht's? Hä? Also hier ist auf jeden Fall nicht der richtige Weg. Das heißt, wir können uns hier jetzt mal ein bisschen umsehen. So, genau. Nur nochmal so ein kleiner Bonusabschnitt hier. Und jetzt kommen wir hier dran, oder? Nee, hier kommt man nicht weiter, oder? Achso, das waren die beiden Sachen hier einfach. Ja gut. Sollten wir soweit alles haben, hoffe ich. Ich hoffe, ich erreiche Renrock vor Lodgok. Warum Renrock vor Lodgok? Oder hat Lodgok uns verraten? Oh. Oder hat er uns verraten? Oh. Das kommt mir jetzt sogar irgendwie ein bisschen plausibler vor, dass er uns verraten will. Da ist Runrock. Die Welt der Zauberei wird zerstört. Ich kann das beenden. Ich muss den Bohrer zerstören und Renrocks Anhänger aufhalten. Besiege alle Gegner. Ach du Scheiße, das ist auch noch ein Troll. Einen Moment. Uiuiuiuiui. Renrock ist da. Ist das Renrock? Nein, das ist wieder ein anderer. Jetzt, als ob der Troll auch zu uns kommt. Hier erledige ich alle. Menschen laufen immer weg, wenn sie mich sehen. Können wir den Pretificus total lusten? Tatsächlich, macht aber gar keinen Schaden, ey. Oh Gott, okay. War nicht so die gute Idee. Dann Imperio. Imperio ist halt schon eine nice Attacke. Ja, wir müssen aber auch irgendwie... Scheiße, nicht gut. Ja. Hä? Ach, der ist so, deswegen. Oh, der Troll ist wieder... Hallo. Troll, Imperio. Arbeite auf unserer Seite. Ja, genau, du da oben, du Nervensäge. Genau so, Herr Troll. Das ist der Einzige, der noch lebt, right? Oh. Meinst du, das ist so? Dass Renrock euch vereinen wird? Mann! Alter! So! Eine Alraune einsetzen. Wir haben auf jeden Fall die Alraune eingesetzt. Hat jetzt zwar keinen Sinn gemacht, aber ist egal. Da oben tot ist er. Das heißt, wir können jetzt hier ein bisschen... Obwohl, müssen wir jetzt gleich noch gegen Renrock kämpfen? Macht das Sinn? Oh, das hätten wir schon blocken können.
Eins, zwei und jetzt blocken. Nicht blocken. Lol, nein, nicht blocken. Ähä. Jetzt können wir blocken, ne? Nein, warum können wir... Der macht wieder andere Attacken. Jetzt hätten wir blocken können. Haben wir noch irgendwo ein explosives Fach? Fach, sage ich schon. Fass, meinte ich. Nö, ich glaube nicht. Aha. Siehst du, wenn wir jetzt etwas gegen... Obwohl, das ist eigentlich auch Quatsch, ne? Ich wollte nämlich gerade sagen, wenn wir jetzt so Ausrüstung speziell für Trolle hätten, würde das Sinn machen, die einzusetzen, aber wir wussten ja vorher gar nicht, dass hier ein Troll auf uns wartet. Dann hätten wir die auch gar nicht rechtzeitig anziehen können. So, alle Gegner besiegt. Ein stinkender Koloss weniger. Ein stinkender Koloss weniger. Und wo ist Renrock? Komm, trinken. Das ist auf jeden Fall der Bohrer, den wir zerstören müssen, ne? Macht das jetzt Sinn, hier alles einstürzen zu lassen? Ach, wir haben den Bohrer so zerstört. Das ist ungünstig. Findest du? Egal. Wir bauen noch einen. Ich habe den da draußen gefunden. Lord Grog. Willst du dich entschuldigen, Kleiner? Ich will es beenden. Was hast du mir mitgebracht? Das kann nicht sein. Die ganze Zeit wusstest du. Wusstest du, wo es war? Ey! Nicht! Geht es dir gut? Ich werde dich nie verstehen, Lord Grog. So naiv. Die Hexe hielt dich nicht für ebenbürtig. Sie, wie alle anderen ihrer Art, hat dich doch nur benutzt. Das stimmt nicht, Renrock. Die Jüngeren sind besonders tückisch. Man lehrt sie, ihre Verachtung zu verstecken, um uns auszunutzen. Unfassbar, dass unsere Vorfahren sich jemals vertrauten. Die ganze Zeit suchte ich überall das letzte Behältnis. Ich suchte vergeblich nach Blackboards letztem Buch. Verschwendete meine Zeit, Kind. Und mein Bruder wusste die ganze Zeit Bescheid. Aber ich brauche dich nicht mehr. Ich brauche euch alle nicht. Ich wollte es dir bringen. Du bist eine Schande für die Kobolde. Nein! Ach du Scheiße. Avada Kedavra! Was ist hier los? Was geht hier ab? Armer Lord Grog. Vom eigenen Bruder ermordet. Deshalb hat er so sehr versucht, ihn aufzuhalten. Schuch. Okay, der Bohrer ist zerstört, das ist gut. Lord Grog ist tot, das ist schlecht. Nichts wie raus hier. Rebellion. Heilige Scheiße. Und jetzt haben aber auch Rookwood und die Menschen und die Kobolde und Renrock sich wieder gegeneinander verschworen. Das heißt, die arbeiten jetzt definitiv auch nicht mehr zusammen. Er hat gerade versucht, Renrock zu töten. Mit dem Avada Kedavra-Fluch. Mit dem Tod. Alter. Okay. Es ist natürlich gut, dass wir jetzt nicht mehr zwei Feinde, die zusammenarbeiten, gegen uns haben. Aber trotzdem ändert das nichts an der Zeit, die wir bekämpfen müssen. Ich muss mich mit Fake in der Kartenkammer treffen. Er und die Hüter müssen erfahren, dass Renrock das Tagebuch hat und weiß, wo das letzte Behältnis ist. Ich würde sagen, das machen wir auch sofort weiter, oder?
Können wir das denn überhaupt schon machen? Nee, ist jetzt noch nicht da. Ah, wir können mal ganz kurz hier wieder was annehmen. Und zwar... Besiege Trolle. Polsterung 2. Sehr schön. Einmal auf die Karte gehen. Oh, das ist noch viel weiter da unten. Was war das hier? Hä? Was ist das für ein Auftrag? Finde den Schatz anhand... Achso, finde den Schatz. Okay. Aha, Sandbugs Prüfung. Es ist an der Zeit, den Hütern mitzuteilen. Ja, das machen wir direkt. Wir haben eh nichts anderes mehr so wirklich offen. Ja, das heißt, genau, wir können auch die Karte... Wir können direkt die Schnellreise nutzen, um dann auch direkt in die Kartenkammer zu kommen. Hogwarts. Geheime Räume. Kartenkammer.